Ja, hallo Leute. Heute mal mit dem Thema Wasser. Einfach aus aktuellen Anlass. Zurzeit, wir haben eine enorme Hitzewelle. Und ja, ich habe ein paar Anfragen bekommen. Wie halten es die Prepper überhaupt mit Wasser, mit Wassereinlagern? Wie kann man das machen? Da braucht man doch unheimlich viel Platz dafür. Wie lange kann ich Wasser überhaupt lagern und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ich ziehe dieses Thema jetzt einfach mal aus aktuellen Anlass ein bisschen vor. Und zwar, es geht eigentlich darum, wie viel Liter Wasser braucht der Mensch am Tag. Das hängt natürlich von der Wärmebelastung ab. Jetzt momentan brauchen wir natürlich deutlich mehr als wie nur 3 Liter. Aber im Schnitt kann man sagen, dass der Mensch pro Tag 3 Liter Trinkwasser braucht oder 3 Liter Flüssigkeit, genauer gesagt. Und wenn wir heute an Flüssigkeitsbedarf denken, wenn wir so mal die Bedürfnispyramide nach Maslow uns mal überlegen, das Wichtigste, was wir brauchen, ist atembare Luft, dann brauchen wir Wasser, was zu essen, in der nächsten höheren Stufe ja, Kleidung, Dach über dem Kopf, Heizung, Sicherheit. Und ja, als oberste Pyramide Selbstverwirklichung, Bildung, Kultur, Planung der eigenen Lebensziele. Ne? Also ist Wasser eigentlich eines unserer Grundbedürfnisse, die wir haben. Und wenn wir uns bei der Planung um Flüssigkeit, um die Möglichkeit, unseren Flüssigkeitsbedarf aufzufüllen, da muss man natürlich eines auch ganz klar sagen. Ich bevorzuge gerade bei den unterschiedlichsten Krisenzeiten, wenn ich also die Möglichkeit habe, etwas einzulagern und Lebensmittel auch einzulagern, dass ich für die ersten paar Wochen auf Dosen gehe. Und zwar ganz einfach aus Dosen. Ja, einerseits habe ich da Energiebedarf damit gedeckt und auf der anderen Seite ist in der Dose bereits Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit zählt nämlich alles mit dazu. Das heißt, ob ich jetzt hier so einen Erbseneintopf habe oder irgend so Früchte, Ananas, ja, da ist Flüssigkeit drin. Ja. Genauso hier bei den Mandarinen, ganz klar. Oder eben in so ein Glas, das sieht man es. Ja. Das zählt also alles mit zu dem, was wir brauchen. Das bedeutet also, dass wir gerade für so Krisenzeiten, für die ersten, ja, sagen wir mal 2 Wochen, schauen, dass wir vor allen Dingen auf Dosennahrung ausweichen können. Die kann man nämlich im Notfall auch kalt essen, ne? Aber okay, man braucht nicht viel für die Zubereitung und ich habe Flüssigkeit drin. Gerade wenn die Wasserversorgung zusammengebrochen ist, was durchaus schnell passiert, wenn ich an Hochwasser denke, Leute, da hilft euch euer eigener Brunnen herzlich wenig. Ja, denn wer das schon mal gesehen hat in einem Hochwassergebiet, da schwemmt es die Öltanks auf. Hochwassergebiet, da stinkt es nur nach Öl. Wenn ihr da aufs Wasser schaut, da seht ihr also, wie sich das Öl schimmert und diese Ölflecken übers Wasser schwimmen. Und die sind also nicht nur in dem Wasser, das ihr seht, sondern das verseucht euch das ganze Brunnenwasser, das verseucht in der Region auch das Trinkwasser und das ist eines der großen Probleme. Sicherlich werden Behörden schauen, dass die Bevölkerung Wasser bekommt. Dazu haben sie unterschiedlichste Möglichkeiten, an Tiefbrunnen heranzugehen. Nur logistisch gesehen kann das Ganze über einige Zeit dauern und deshalb sagt ja auch der Zivilschutz, kann man alles nachsehen, ich mache euch da einen Link nachher drauf, was man alles so zu Hause haben sollte. Und da zählt unter anderem eben auch Trinkwasser. Trinkwasser zu trinken wäre auch ein Cola. Hat man vielleicht zu Hause. Ein Kasten Spezi hat man vielleicht zu Hause. Ein Kasten Bier, Kasten Limo. Wenn man sich überlegt, das sind 20 Flaschen. Halber Liter sind 10 Liter. Ja? Manche haben einen Wein zu Hause. Ja? Kleines Weinlager, einmal frei.
schmeckt und ist Flüssigkeit. Hat man also verschiedene Möglichkeiten. Des Weiteren wächst den Platzbedarf. Ja? Wenn ich mir das alles hier so anschaue, Platzbedarf ist eigentlich in der kleinsten Wohnung. Wenn ich mir überlege, dieser Satz mit diesen Flaschen hier sind 1,5 Liter pro Flasche, bedeutet für 3 Tage Wasser. Ja? Ein paar einzelne Flaschen sind nochmal 2 Tage, hätte ich schon für 5 Tage Wasser. Da drin habe ich 2 Liter Wasser, ja? Ja, also für 6 Tage. Weil hier habe ich nochmal 1 Liter, wären also für 6 Tage. Wäre also hier alleine schon für eine Person für 6 Tage Flüssigkeit zur Verfügung. Das hier habe ich noch gar nicht mitgezählt. Wir können Wasser in den unterschiedlichsten Gefäßen ablagern. Gut, ich habe jetzt hier was anderes drin, einen Tee, aber in solchen Boxen, unterschiedlichen Größen und Formen, könnte man Wasser einlagern. Ja, ist praktisch, weil man es bei Bedarf auch entsprechend stapeln kann, wenn er quadratisch ist. Es gibt Weithalstonnen. Bei diesen Weithalstonnen schauen, dass man einen richtigen Verschluss hat. Je nach Größe, 60 Liter, 120 Liter, kann man entsprechend unterbringen. Wer natürlich den Platz und das Geld ausgeben will, man kann natürlich auch lebensmittelechte Tanks kaufen mit 1000 Liter Wasser. Ja, ganz klar. Also je nachdem, für was man vorhat. Aber man kann sich vorstellen, wenn ich also hier jetzt für 5 solche Kisten hier zu Hause hätte, dann wäre ich also praktisch für 15 Tage, also ein halbes Monat, bereits mit Wasser, reines Trinkwasser, was ich für nichts anderes brauche, außer zum Trinken, ja, bereits versorgt. Man muss es ja nicht unbedingt alles zurückgeben. Selbst das wären 0,33 Liter, 4 solche kleine Flaschen sind 1,2 Liter Wasser. Mehr also möglich. Kann man also in die kleinste Ecke kann man sich Wasser einstellen. Das andere ist, ich kann natürlich auch Brauchwasser haben. Ja, Brauchwasser zum Waschen, für Toilette etc., für die verschiedenen Möglichkeiten. Wer also da eine Regentonne hat oder was, ja, kein Problem. Ja, ich kann also mit den unterschiedlichsten Gefäßen Wasser natürlich aufbewahren. Wie wäre es mit so einem Camelpack? Ne? Also wir haben die verschiedensten Möglichkeiten. Bei Camping gibt es 10 Liter Kanister, 20 Liter Kanister. In meinem SO habe ich mehrere 20 Liter Kanister zur Verfügung. Da kann man also ziemlich schnell Wasser eigentlich ganz gut einlagern, so dass man zumindest für mehrere Wochen mit Wasser versorgt ist, bis also entweder von staatlicher Seite her wieder Trinkwasser zur Verfügung steht, oder aber wir müssten uns andere Möglichkeiten suchen. Ja, da müsste man irgendwie auf Brunnen oder was ausweichen. Allerdings haben wir hier natürlich auch ein paar Probleme. Gerade der Mensch macht eigentlich seine Umwelt kaputt. Und ich muss schauen, wo ich bin. Ich meine, im städtischen Bereich oder im Bereich, wo Landwirtschaft ist, haben wir natürlich mit Wasser ein Problem. Die Felder werden mit Gift besprüht, ja, ganz klar. Das Zeug geht in die Tiefe, geht ins Grundwasser mit rein. Wir haben chemisch verseuchtes Wasser. Da hilft mir also kein Filter, wie man es eigentlich immer sieht, wo man eben dann sagt, okay, ich kann hier eine Wassereinkeimung betreiben. Ich brauche also chemisch sauberes Wasser. Dann hätte ich natürlich auch Möglichkeiten, mit so Filtern unterschiedlichster Hersteller natürlich auch mein Wasser, auch mein Regenwasser und so weiter, natürlich bakteriologisch zu entkeimen. Genauso kann man Wasser entkeimen durch Abkochen. Ja. Das haben wir gerade jetzt in den letzten Wochen in mehreren Gemeinden in Deutschland gehabt, wo einfach Wasser, ja, Kolibakterien im Wasser sind, wo es also von den Behörden heißt, das Wasser ist abzukochen. Gut, die Leitungen werden geklort, aber es dauert teilweise dann bis zu 2 Wochen, bis also dann wieder einmal freies Wasser aus der Leitung kommt.
Das heißt, in dieser Zeit müsste ich das Wasser abkochen, so für 5 Minuten sprudeln lassen, 10 Minuten abkühlen lassen und dann hätte ich auch wieder brauchbares Trinkwasser. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Man kann also auch chemisch reinigen, Chlordioxid zum Beispiel oder mit Rumin, Micropur und wie eben die verschiedenen Hersteller ihr Produkt nennen, wo man eben einsetzen kann, um bakteriologisch das Wasser wieder einwandfrei zu kriegen, wenn man es nicht abkochen kann. Aber wie gesagt, unser Hauptproblem ist dann eben die chemische Verseuchung und die haben wir eben leider. Ich kann nicht an einen Bachrand gehen, wo irgendwo Felder sind, ja, ganz klar, da schwimmt mir das Gift ein. Ich kann nicht in Hochwassergebieten damit arbeiten, weil eben das Wasser mit Öl verseucht ist und anderen Giftstoffen, die damit eingeschwemmt worden sind. Wenn man andere Probleme in Krisenzeiten haben und so, okay, Brunnen finden wir oft am Land draußen. Viele Leute haben also noch Trinkwasserbrunnen, die dafür zu bedienen sind. Ich zeige euch einmal einen, wo man auch mal ganz einfach arbeiten kann. Man kann sich vorstellen, dass man im Prepper-Bereich vielleicht ja, Material für einen Brunnen mit anlegt. Ja. Auch wenn man vielerorts den Brunnen nicht schlagen darf. Aber in Krisenzeiten wäre es eine Möglichkeit, eben, um an Wasser ranzukommen. Vor allen Dingen, wenn es eine größere Krise ist, die längere Zeit dauert, wo also wirklich ja, Grundordnungen und so weiter in Gefahr sind, ja, oder zusammenbrechen, dass man sich also da selber versorgen kann. Wäre also so Grundwasser eine Möglichkeit, die wir hätten. Gut, ich meine, so radioaktive Verseuchungen und so vom Grundwasser ist eigentlich oft auch ein geringeres Problem, denn das wird durch das Erdreich sehr gut rausgefiltert. Aber wie gesagt, unser Problem sind eben die chemischen Substanzen der Landwirtschaft und eben Öl und chemische Industrie, die eben das Wasser eben unter Umständen entsprechend verseuchen und eben dann ja, die Lebensgrundlagen in Regionen buchstäblich ausschalten. Ich verwende diesen Filter ganz gerne beim Bergsteigen, denn da weiß ich, das Wasser kommt aus Gebirgsbächen vom Berg runter, da ist nichts an Chemie, ist Oberflächenwasser, könnte bakteriologisch verkeimt sein, da kann man es natürlich hernehmen. Wie gesagt, hängt das auch ein bisschen ab von der Region, wo man selber ist, ob man eben sein Wasser auf diese Art und Weise holen kann und sich damit also abdecken kann. Aber auf jeden Fall würde ich also wirklich empfehlen, sich 5 solche Flaschen zuzulegen. Und wenn man sich schon einmal solche Flaschen zulegt, dann nehmt also ruhig dieses kohlensäurehaltige Wasser. Wenn man es heiß macht, wenn man es kocht, geht die Kohlensäure komplett raus. Man merkt es nicht. Aber großer Vorteil ist natürlich, dass die Kohlensäure auch verhindert, dass Bakterien sich darin bilden können. Und wenn dieses Wasser auch ja, von der Haltbarkeit, Wasser und Haltbarkeit, Quatsch, ne? Also Wasser hält eigentlich immer, Wasser verkeimt. Das heißt, wenn ich normales Wasser irgendwo in ein Gefäß habe, gut mit Deckel drauf, verkeimt man das nach einem halben Jahr und ich müsste es in Keimen abkochen oder eben ein Mittel reintun, dann könnte ich auch dieses Wasser trinken. Genauso verhält es sich hier. Wenn ich dieses Wasser ganz einfach überlagere, dann geht halt mit der Zeit Kohlensäure verloren. Es schmeckt nicht mehr so, als wie mit Kohlensäure, aber es ist durchaus genießbar, auch noch nach längerer Zeit. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob dieses Wasser verkeimt ist, naja, dann entkeimen wir es halt. Oder dann nehmen wir eine Entkeimungstablette mit rein. Ist kein Problem. Und wir können dieses Wasser über Jahre unter Umständen lagern. Gut, sinnvoll ist, ich trinke es natürlich und kaufe es immer wieder ein. Denn
Dasselbe sollte man ja eigentlich auch mit seinem Lebensmittelvorrat machen, dass ich also den nicht unbedingt voll überlagere, sondern wirklich in Rotation in meinen Lebensmittelvorrat auch benutze. Denn ich sollte auch das zu mir nehmen, das ich im Normalfall auch essen würde, ne? Und da keine Experimente machen. Aber zu Lebensmittel und Einlagerung und wie lange und welche Möglichkeiten wir da haben, da mache ich noch einen separaten Film. Wie gesagt, im Anschluss zeige ich euch nachher noch an so einen Trinkwasserbrunnen, wie das Ganze aufgebaut ist. Eigentlich ganz einfach und simpel. Kann man sich überlegen, ob das auch eine Möglichkeit wäre, um an Wasser ranzukommen. Aber wie gesagt, nicht bei Hochwasser oder sonstigen Katastrophen dieser Art, da hilft uns das nichts. Also wie gesagt, wenn, dann müssten wir über längere Zeit denken, müssten wir über andere Krisen denken und dann eben schauen, wo ich diesen Brunnen habe, ob der tatsächlich chemisch reines Wasser beinhaltet. Alles andere wäre kein Problem. Okay Leute, bis nächstes Mal. Ciao. Tja, und hier sieht man natürlich auch eine Möglichkeit, Wasser zu speichern. Ja, wäre also jetzt hier also eine Regentonne, über die man natürlich auch noch zusätzlich einen Deckel drauf machen könnte. Ist natürlich nicht ganz so ideal, wenn man eine Weitholztonne nimmt mit Schraubverschluss, wäre das Ganze natürlich noch optimaler. Aber wie gesagt, es gibt viele Alternativen, wie man Wasser eben speichern kann. Tja Leute, also hier zum Beispiel eben so ein Brunnen, den man zum Not auch schlagen könnte, wo ich mir entsprechend Wasser holen könnte. Ne? Müssten wir halt oben noch Wasser reintun, dass man entsprechend aufpumpen kann. Wäre eine Möglichkeit. Gleichzeitig hätte man hier noch einen Anschluss, wo man separat mit einem, ich zeige es mal hier mit so einem Hauswasserwerk, das ist also eine kleine Pumpe unten. Da könnte man das also noch auch elektrisch mit rauspumpen. Oder man sieht es eben hier von der Seite. Ich muss das ein bisschen führen. Moment, wackelt ein wenig. Ja. Da sieht man, wie das genau angebracht ist. Das wäre also eine Alternative, sich so Material eben sich noch mit zuzulegen. Und man könnte dann gegebenenfalls also auch einen Brunnen schlagen für ja, Krisen, die länger anhalten. Wäre also eine Möglichkeit. Da kann man aber noch einmal separat drauf. Hier in der, an dieser Stelle dürfte das Wasser chemisch nicht verunreinigt sein. Also nur eine bakteriologische Sache. Also wie gesagt, da hängt es davon ab, wie ihr euren Standort wählt, wo ihr seid, ob ihr mit einem selbstgeschlagenen Brunnen an Wasser kommen würdet. Okay dann, bis zum nächsten Mal. Tja, ich hoffe, dass ich euch damit einige Anregungen geben konnte, wie man, welche Möglichkeiten das man hat, um eben entsprechend Wasser zu lagern und zu speichern oder sich zu besorgen. Alles klar, ciao, bis zum nächsten Mal.